Der österreichische Schlagerclub und das Regionalmagazin in Donau-Hausruck bedanken sich bei ihren Partnern. Papinski bringt Auto in Form. www.papinski.com Konfiserie Wenschitz. www.wenschitz.at Auto Göttlinger, Ihre Autowerkstatt in Peuerbach. www.auto-göttlinger.com Automobile Baschinger in St. Agatha. www.baschinger.at Kaffee und Konditorei Freilinger in Peuerbach. freilinger.konditorei.cc 31. Dezember. Partystimmung pur beim internationalen Raiffeisen-Silvesterlauf in Peuerbach. Tausende begeisterte Fans. Kinder-, Volks- und Staffelläufe. Die Weltelite beim Lauf der Asse zum Anfassen. Zusehen, mitmachen, dabei sein. 31. Dezember ab 12 Uhr. Internationaler Raiffeisen-Silvesterlauf in Peuerbach. Internationaler Baumit Junior Cup mit dem U15-Event in Schärding. Dort, wo sich die Elite des europäischen Nachwuchsfußballs trifft. Fußball bewegt, begeistert, vereint, schult, sozialisiert und integriert. Internationaler Baumit Junior Cup mit dem U15-Event. It's Party Time in der Bezirkssporthalle Schärding. Vom 27. Dezember 2016 bis 7. Jänner 2017 mit dem großen U15-Event am Samstag, den 7. Jänner 2017. Sei dabei! Tex Robinsons Country Christmas, Samstag, 17. Dezember, 20 Uhr im VZG Gunskirchen. Tickets unter www.texrobinson.com. Sich auf die kommende Weihnachtszeit einstimmen, das kann man seit einigen Jahren im Melodium Peuerbach. Wenn Elmar Rieger, der Chef des bekannten und sehr gerne gelesenen Regionalmagazins in Donau-Hausruck, zu den Adventträumen des Schlagers lädt, dann stimmt einem schon das Ambiente im Eingangsbereich auf das bevorstehende schönste Fest des Jahres ein. Im überdachten, wunderschönen Innenhof des Peuerbacher Schlosses präsentieren die Partner des Medienzampanos viel Weihnachtliches und sind mit dem, ihrem abendlichen Geschäft, sehr zufrieden. Eigentlich schon, weil im Peuerbach als Konditor, als einzige Konditorei präsent zu sein und vertreten sein zu dürfen, einmal danke an Rieger Elmer, mit ihm arbeite ich sehr gern zusammen und wir verkaufen, also machen wir unsere Konditorei selber, Peuerbacher Produkte, die Edelschokolade mit dem Astrolabium drauf. Also es ist eine schöne Veranstaltung und es passt unser Produkt dazu. Dass das Geschäft sehr gut läuft, dafür sorgen die Besucher. Das Schlagerfest ist schon seit Wochen ausverkauft. Und man soll's nicht glauben, auch für die Galanacht im nächsten Jahr, die am 2. Dezember 2017 über die Bühne geht, sind schon wieder weit über 200 Karten im Besitz der Musikfreunde oder liegen als begehrtes Weihnachtsgeschenk unter dem Christbaum. Das lässt den Schluss zu. Peuerbach, die Kleinstadt im Hausruckviertel, hat neben seinem weltberühmten Silvesterlauf einen zweiten, ganz großen und unbezahlbaren Werbebotschafter. Ja, würde ich schon sagen, also je nachdem, wie es den Geschmack trifft. Aber mir persönlich gefallen die Schlager natürlich sehr, nachdem ich selber Musikant bin. Ein Traum, also der Abend ist eine super Einstimmung für Weihnachten. Ja, wenn man das so anschaut und die Fans und hier allein dieser Star, die Monika Martin, fast eine Stunde einen Auftritt gegeben hat. Und das Publikum auch zu später Stunde noch voll dabei ist, dann muss man sagen, ja, es regiert der Schlager hier in Peuerbach mit Elmar Rieger. Ja. Ja, ich komme aus einem wunderschönen Waldviertel, aus Fittis. Wir haben ein Autohaus und der Elmar Rieger tut unsere jährliche Hausmesse ausrichten, 15 Jahre. Und jetzt jedes Jahr sagt er, wir sollen einmal kommen. Wir haben es nicht geschafft, aber heute haben wir es geschafft, dass wir anreisen auf Peuerbach und sind sehr begeistert.
Tolle Leute, tolle Stimmung, super Programm. Wie man es gemeint ist, verlegen wir. Ja, also die Veranstaltung, was der Herr Rieger macht, die unterstützen wir alle eigentlich, weil wir eben überzeugt sind, dass das eine gute Sache ist und dass das immer so positiv ist. Und heute bin ich da, weil ich mir auf Weihnachten einstimmen will. Ja, immer wieder gern. Ich muss sagen, Feuerbach ist ein toller Termin, auf den ich mich freue. Schöner kann man ja eigentlich nicht beschließen. Und natürlich, das Schönste ist, wenn immer wieder die gleichen Leute kommen, weil dann weiß man, dass es ihnen beim letzten Mal auch gefallen hat. Sämtliche Bundesländer sind da, Nachbar Deutschland, Südtirol und sogar aus der Schweiz sind ein paar da. Jetzt gibt es ja nicht nur diese Schlagernacht im Advent, sondern wahrscheinlich auch wieder früher. Oder was ist da nächstes Jahr so angedacht? Ja, in der Umgebung, früher Bezirk Christkirchen, werden wir sicher die Frühlingsträume des Schlagers veranstalten. Natürlich die Adventträume in Beuerbach. Und jetzt gerade habe ich erfahren, Niederösterreich soll man auch was machen. Haben wir eben Publikum da gehabt und ich hoffe, es wird was. Manche der Besucher sind von der ersten Auflage der Adventsträume weg sehr, sehr treue Fans. Sie reisen seither alljährlich in die Silvesterlaufstadt und bringen jedes Jahr mehr und mehr neue Schlagerfreunde mit nach Beuerbach. Dafür gibt's als Dank schöne Geschenke vom Veranstalter. Ein volles Haus mit begeistert mitgehenden Fans, da macht natürlich auch den vielen Künstlerinnen und Künstlern ihre Arbeit einen Heidenspaß. Über 6 Stunden, und das ist kein Hörfehler, also über 6 Stunden geben sie auf der weihnachtlich dekorierten Bühne ihr Bestes. An die 20 Interpreten sorgen dafür, dass den Fans ganze 400 Minuten lang nicht fad wird. Top auch das Moderatorenduo dieses Abends. Für den einen ist es eine Premiere, für den anderen ist Beuerbach wohl schon so etwas wie sein künstlerischer Zweitwohnsitz. Ja, das ist mittlerweile eine doppelte Staatsbürgerschaft, weil so oft wie ich jetzt mittlerweile da bin, da glaube ich, da kriege ich die jetzt, also brauche nur einen Antrag stellen, hoffentlich. Aber schöne Gegend, vor allen Dingen tolle Schlagerveranstaltungen. Sensationell, weil wenn man das erlebt, also ich habe es jetzt viele Jahre erlebt und worüber ich sehr begeistert bin, ist, dass Gäste in einer Konzertbestuhlung sitzen und das 5-6 Stunden ohne zu murren, ohne irgendwas. Also Gratulation. Ja, absolut. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin heuer dieses Jahr das erste Mal hier als Moderator mit dabei und fühle mich sehr geehrt, dass ich mit so einem Star wie Michael Birkenfeld auf der Bühne stehen darf. Und es macht Riesenspaß. Und ja, und ich hoffe, dass wir noch einige Sachen gemeinsam machen werden. Aber die Chancen stehen sehr gut. Dass der österreichische Schlagerclub auch ein offenes Herz für Menschen mit großen Problemen hat, das beweist Elmar Rieger und sein Team vor und hinter der Bühne an diesem Abend ein weiteres Mal. Tamara ist 19 Jahre, sie macht einen Auftritt mit, sie will unbedingt singen auf der Bühne, mit Weihnachtsliedern, sie singt einen Titel, sie hat eben durch diesen Auftritt finanziert sie den Kauf eines blinden Laptops. Und wir unterstützen die Aktion mit hoffentlich zahlreichen Spenden des Publikums. So, jetzt aber genug geredet und damit rein ins musikalische Geschehen. Und da ist eine sehr sympathische Lady, das Nonplusultra dieser Adventsträume des Schlagers 2016. Monika Martin, die gerade ihre 21. CD veröffentlicht hat und am 24. Mai 2017 einen Soloabend im Brucknerhaus in Linz gestalten wird, hat ihr Navi für die Reise nach Beuerbach nicht einschalten müssen. Ich fahre sehr oft in der Nähe von Beuerbach vorbei, immer wenn ich Richtung Deutschland fahre und da lese ich immer Christkirchen und da geht es dann in die richtige Richtung. Auch meine Autos stammen aus dieser Gegend und ich bin sehr vertraut mit den Menschen hier. Ab jetzt sind wir aber tatsächlich still und überlassen Sie einzig und alleine den Künstlerinnen und Künstlern auf der Bühne im Beuerbacher Melodium. Allerdings nicht, ohne noch einmal auf die Frühlingsgala 2017 hinzuweisen. Infos dazu gibt es rechtzeitig auf www.regional-magazin.at. Wie jung ich bin. Achtung! Und heute fühle ich mich tanzen.
China singen. China zum Seibeichen Melodium. Und Geld, für dich gibt's auf dieser Welt doch nur dich allein. Als ich ein Kind nur war und hatte, da große Fragen, wo sie sagen. Du bist ein Prinzesschen, schöner als ich, da sind Mama für mich. Was kann schöner sein, viel schöner. Geister werden munter, letztlich läutet's an der Tür. Da steht die Schwiegermutter vor mir. Ich bin einer, der immer lacht. Einer, der immer lacht. Zu Hause. Ich will aber hier zeigen, im Feuerbach wäre nicht live dabei.
dabei ist, nächstes Jahr 2. Dezember hat es die Pflicht dabei zu sein. Denn so eine geile Stimmung erlebt man hier nur in Feuerbach! Eine weiße Rose sagt es dir.